Hi, heute möchte ich mit euch ein paar Messertechniken ausprobieren und möchte auch diese dann direkt besprechen. Es gibt viele Messertechniken, es gibt ganz viele Schnitztechniken und wir schauen uns einfach mal ein paar davon an. Als allererstes immer, wenn ihr mit dem Messer arbeitet, gibt es so ein paar Grundsätze, die man einfach einhalten sollte. Das erste ist, ihr rennt nicht groß mit dem gezogenen Messer durch die Gegend. Ihr könnt stolpern, verletzt euch selber. Oder noch besser, ihr stolpert, verletzt jemand anders. Wollen wir alles nicht. Deswegen immer, wenn ihr in Bewegung seid, Messer wieder zurück. Zweitens, es gibt immer einen Radius. In diesem Radius, wenn ihr das Messer gezogen habt, befindet nur ihr euch, kein anderer. Wenn ihr abrutschen solltet, durchziehen solltet und der andere, der neben euch steht, euch zuguckt, was ihr gerade macht und daraufhin dann das Messer im Körper stecken hat, auch das sollten wir vielleicht besser vermeiden. Aber das sind jetzt erstmal so die Grundsätze. Fangen wir einfach mal mit den Messertechniken an. Ich habe einfach heute meinen Hersier in den Rucksack geschmissen und habe mir gedacht, das können wir doch heute gebrauchen. Ich habe ein einfaches Stück Holz, einen Ast, vom Boden aufgehoben, habe die Schnittkanten ein bisschen gesäubert. Als erstes, so mache ich es fast immer, stecke ich mir den Ast unter den Arm, um einfach eine gewisse Stabilität zu haben. So, umso steiler ihr die Messerklinge zum Holz haltet, umso mehr schabt ihr ab. Aber auch umso schwerer wird es. Deswegen würde ich immer empfehlen, lieber wirklich über das Holz gleiten. Dabei tragt ihr ja schon genug ab, wie man ja jetzt auch sieht. Und ja, lieber 10-mal drüber gleiten mit wenig Kraft als 5-mal mit viel Schmackes. Das ist viel energieschonender und am Ende kommt ihr ja auch zum Ziel. Das ist jetzt quasi die Bewegung aus dem Ellbogen. Ich übertreibe jetzt beim Zeigen immer so ein bisschen, dass man es einfach auch besser sieht. Ich halte im Grunde meine Hand und das Messer einfach nur starr und mache die Bewegung. Damit habt ihr natürlich mehr Kraft, aber im Grunde auch so gut wie überhaupt keine richtig gute Kontrolle über das, was ihr da gerade macht. Sondern da geht es einfach nur darum, möglichst viel Energie auf das Holz auszuüben. Dann gibt es die Möglichkeit, viel graziler zu arbeiten. Dazu nehme ich auch noch immer den Daumen auf die Klinge und mache aus dem Handgelenk die Bewegung. Damit könnt ihr viel graziler arbeiten und wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Schnitz, Anliegen habt, da werdet ihr wahrscheinlich größtenteils in dieser Position arbeiten. Also im Grunde ist es immer eine kurze, kleine, schabende Bewegung. Man kann auch da mit viel Druck viel erreichen oder ihr macht das Ganze ein bisschen gemütlicher. Auch so kommt ihr natürlich zum Ziel. Dann natürlich darf nicht fehlen in der ganzen Geschichte. Ihr dreht die Klinge quasi von der Handöffnung weg. Und jetzt kommt der Reini Rossmann Gedächtnis-Cut, und zwar der Power-Cut. Ihr legt die Ellbogen an, nehmt im Grunde das Messer vor die Brust, also unter die Brust, und jetzt zieht ihr. Einfach ziehen. Dabei tragt ihr natürlich massiv viel Holz ab. Kann man so machen, ist aber im Grunde für mich ehrlich gesagt man hat kaum noch Kontrolle. Es geht nur noch darum, irgendwas kaputt zu machen. Und natürlich, umso mehr Energie ihr auf die Klinge bringt, umso ungenauer werdet ihr. Sprich, wenn ihr irgendwann anfangt, hochzurutschen, kommt das Klingenende eurem Gesicht sehr nah. Deswegen, Faustregel, hier ist die Brust. Ihr versucht, unter der Brust maximal Höhebrust zu arbeiten. Das ist wichtig, vermindert die Verletzungsgefahr immens. Das waren jetzt erstmal so die
groben, sage ich mal, Arbeitsschritte. Jetzt kommen wir zu den noch gröberen. So, kommen wir zu einer weiteren Technik und zwar zum Hacken. Das Hacken nutzt man meistens zum Entasten von dickeren Ästen. Wir suchen uns irgendwo eine feste Position. Da ist natürlich ganz wichtig, dass das Messer ein gewisses Eigengewicht hat. Umso leichter das Messer, umso schlechter geht es mit dem Hacken. So. Auch das denkbar einfach. Kommen wir zu der, ich sage mal, brachialsten Gewalt, ein Messer zu benutzen. Und zwar kommen wir mal zum Betonen. Als erstes brauchen wir dafür natürlich unser Messer. Als zweites einen Hacklotz. Ja. Wenn man sich jetzt mal anschaut, so viel breiter darf das Stück Holz eigentlich nicht mehr sein, was wir betonen wollen. Beim Betonen geht es eigentlich darum, dass man an das innere Holz des Astes kommt, weil in der Regel ist das immer das, was trocken ist, das Kernholz. Wir legen Messer an, halten es gut fest. Tada! Schaut immer, dass das Holz wirklich sicher steht. Das ist schon sehr wackelig. Also mit ein bisschen Gefühl und zack. Betonen kann wichtig sein, wenn es wirklich sehr, sehr lange viel geregnet hat. Denn, wie man sieht, die äußere Rinde ist wirklich total nass und das innere Kernholz ist wirklich, es ist kalt, aber es ist doch sehr trocken. Sollte man mal vorhaben, einen größeren Stamm zu entrinden, ist das natürlich, ich sage mal, einfach nur mit dem Messer auch möglich. Schöner wäre da aber sicherlich ein Hobel. Und den können wir uns im Grunde auch mit diesem einfachen Messer sehr schön improvisieren. Wir nehmen uns einfach ein Stückchen Ast. Sollte auf jeden Fall eine gewisse Stabilität haben. Stellen unser Messer möglichst mittig drauf. Und jetzt mit ein bisschen Gefühl treiben wir unsere Klinge einfach in das Holz und haben damit die Möglichkeit, unheimlich schön, ich versuche das jetzt mal zu zeigen, so, das Ganze dient natürlich jetzt auch nur exemplarisch. Und so könnt ihr natürlich auch mit viel, viel mehr Kraft große Flächen einfach entrinden. Ein kleiner Tipp noch am Rande. Das ist auch die einzige Messerposition, wo ihr die Klinge zu euch zieht. Ansonsten, der Sicherheit geschuldet, immer vom Körper weg. Ihr müsst nur mal abrutschen und hängt euch dann selber im Körper. Ist, glaube ich, nicht Ziel der Sache und auch nicht so richtig schön. So, einen Tipp habe ich für euch noch. Und zwar nutzen wir das Messer einfach stationär. Schaut es euch an. Wir nehmen unser Messer und schlagen es einfach
schön fest in den Baumstumpf, in den Hackklotz. Damit ist quasi die Klinge gesichert. Wir nehmen das Holz. Na, wenn das nicht schöne Featherstick sind. Ihr habt hier den Vorteil, ihr braucht eigentlich relativ wenig Kraft und könnt im Grunde am Holz, ne, sagen wir mal so, maximal Schaden anrichten. Am einfachsten kriegt ihr die Klinge wieder raus, indem ihr einfach vor und zurück wippt und schon habt ihr die Klinge wieder befreit. Vielleicht war ja bei diesem Video der eine oder andere Tipp für euch dabei. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.